sehr verehrten Gäste, Stammgäste, liebe Freunde, es freut uns heute, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Was ich gleich vorweg sagen muss, ich werde heute nicht auftreten, weil ich 4 Rippen gebrochen habe und ich es habe. Und wenn es alles passt, dann... Ja, ja, freilich. Der Zwergfall ist unter die... So. Auf alle Fälle freue ich mich, die Sabine Kohlweiß, die 37 Jahre junge Künstlerin, beschäftigt sich seit frühester Jugend mit der Malerei. Sie ist eine entzückende, charmante, elegante Frau. Danke fürs Kompliment. Bitte. Ihre erste Ausstellung hatte sie im Jahr 2008. Seither immer wieder Ausstellungen in Villach, Klagenfurt, Gewölbegalerie im Stadthaus, Spital und jetzt war sie gerade in Stuttgart, wo sie einen ganz großen Erfolg hatte. Sie hat 7 Bilder verkauft und das muss man erst nachmachen. Ihre Werke sollen Möglichkeiten bieten zur geistigen und seelischen Entspannung, wie sie auch die Künstlerin selbst empfindet, und sollten auch Menschen ansprechen, die mit moderner Kunst oft wenig anfangen können. Und ich möchte ganz herzlichst den Herrn, ist Haas, gell? Ja, den ich habe ja den Trainer noch fangen. Pia Glotzen, das wird Uli, das geht nicht. Der Herr Bürgermeister hat sich entschuldigt, weil er heute im Casineum ist. Jetzt ist sein Bruder da in Vertretung. Und die Frau, okay. Also du machst jetzt dann den Anfang. Gerne. Machst das alles, gell? Okay. Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Kunstliebhaber, ganz besonders möchte ich allerdings begrüßen die Künstlerin Sabine Kohlweiß. Herzlich willkommen hier in Klagenfurt. Danke für die Einladung. Den Musiker Harry Sima. Und Willi Annerwald. Ganz, ganz besonders begrüßen möchte ich unsere Lieblingsgemeinderätin, Frau Gemeinderätin Uli Herzig. Bravo. Weiters den Künstler Dietmar Staatserer mit Gattin. Bravo. Weiters Goldschmidt Arich mit Begleitung. Bravo. Kapitän Helga Tschech mit Gattin. Der Magister Nicole Scheider, unsere Gedichterleserin. Ja. Und ganz besonders Herrn Wolfgang Wahl, unser Liebling mit der Künstler. Ja, ich möchte euch eben ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr heute hier so zahlreich beim Gerstinger wieder erschienen seid. Ich möchte euch auch ganz, ganz liebe Grüße von unserem Bürgermeister Christian Scheider erbringen. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich für diese wirklich nette und 10. Einladung hier im Gerstinger bedanken. Ganz vielen Dank. Ja, der Grund, dass wir heute hier sind, ist die Eröffnung der Vernissage der Künstlerin Sabine Kohlweiß, der ich alles, alles Gute wünsche und viel Erfolg und vielleicht auch einen wirtschaftlichen Erfolg. Ein ganz besonderes Anliegen ist mir jetzt etwas. Unter uns weilt ein Mann, der in Klagenfurt sehr beliebt ist, der vieles organisiert und eigentlich noch nie so richtig geehrt worden ist. Ich will jetzt hören, den Herrn Karl-Heinz Wolfgang Wahl heraus, bitte. Ich möchte dir Dank und Anerkennung für die Stadt Klagenfurt aussprechen. Mach so weiter, bleib so wie du bist. Wir sind stolz auf dich. Ich danke dir, dass du das immer alles so toll organisierst. Danke. Vielen, vielen Dank. Das ist immer lieb von dir. Danke. Und jetzt gebe ich dir ein Buch. Was komm her zu uns, einer. Ganz, 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 ganz,
Frau. Ich gehe im weißen Kleid raus. Und ich weiß, dass du gleich bleibst. Und die Liebe aus jedem Blick liegt zum Leben. Ganz in Weiß, so liegst du neben mir. Und die Liebe lacht aus jedem Blick zu mir. Ja, dann reich ich dir die Hand und du siehst und kleiner aus, ganz in Weiß, wie eine Blumenstrauß. Und schreibe privat gerne Gedichte und Gedanken nieder, die die verschiedenen Lebensbereiche der Menschen umfassen und die uns für unseren Daseinsprozess ausmachen. Da möchte ich heute gerne zwei meiner Gedichte näher bringen. Ja, ganz zubehalten und lauter reden. Ja. Vertrauen. Vertrauen bedeutet, sich selbst zutrauen. Sich trauen, in den Prozess des Lebens einzusteigen. Vertrauen ist die Verbindung von Mut und Bereitschaft, sich selbst und dem Leben zu öffnen, und bedeutet das Gegenteil von Angst. Angst entspringt aus dem Unvermögen, sich zu öffnen, und dem Unvermögen, etwas im Wachstumsprozess, im Sein und Werden zu begreifen. Und dem Starrsinn, unveränderbare Konstanten festhalten zu wollen. Die Kontrolle ist nur so weit kontrollierbar, dass sie unkontrollierbar ist, weder in dem Moment noch später. Die Illusion von Vertrauen ist Macht. Und dann noch ein zweites Gedicht über Träume. Träume sind innere fliegende Gedanken, die sich um die Seele und die Hoffnung ranken. Sie geben der Seele Raum, sich zu entfalten, fern und weit weg von der Alltäglichkeit des Alten. Sie sind lebendig und unbändig in ihrem Ausdruck und in ihrer Erscheinung, und bei ihnen gibt es keine Verneinung. Träume begleiten uns wie die Sonne und der Mond. Sie sind es, wofür es sich zu leben lohnt. Dankeschön. Bravo. Dankeschön, Dankeschön. Guten Morgen. Sie ist Begleiterin des Lebens und Hüterin über das eigene Herz. Die Hoffnung ist Tochter des Hoffens. Sie inspiriert, öffnet, verzaubert und bejaht das Kommende, noch ungewiss im Zuge des Tagesanbruchs. Sie ist funkelnder Stern in der Nacht, ist reines Elixier, funkelnde Leuchtkraft, welche sich phosphoreszierend im Gegenständlichen des Alltäglichen ausbreitet. Ihren Zauber versprüht wie sanfter Goldregen und umschmeichelt wie die Brise einer Sommernacht. Dankeschön. Oh,
Zeit und Raum.